Die SG Flensburg-Handewitt hat den Gruppensieg in der Vorrunde der Handball-Champions League am Donnerstag festgesetzt. Er warf schon in der ersten Hälfte gegen Kiel zu 10 Tore. SG Linksaußen Hampus van Imago Images. Die Norddeutschen setzten sich am Donnerstag im Spitzenspiel mit 31:28, 19:17, beim polnischen Meister Wief Kielce. Im Achtelfinale geht es für die Flensburger, für die Linksaußen Hampus van 11 Tore erzielte. Gegen den kroatischen Vertreter sagt für Kielce traf Alex Dujebev 6-mal. Die Flensburger hatten in Schlussmann Benjamin Burik einen starken Ruck. Der Bosnier startete besser ins Spiel als der deutsche Nationalkeeper Andreas Wolf, der einen Tag nach seinem 30. Geburtstag nach einem ebenfalls guten Beginn etwas nachließ. Im Angriff der SG setzte vor allem Wannet. Schon vor der Pause hatte der Schwede 10-mal getroffen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzte sich SG-Rechtsaußen Lasses Wan bei einem Zusammenprall mit Igor Kardar. Marius Steinhauser wegen einer Fußverletzung in Flensburg geblieben war, musste Linksaußen Magnus Sendal kurzfristig die Flügel weg. Dennoch erarbeiteten sich die Gäste beim 24:20, 40. wieder einen 4-Tore-Vorsprung. Der Wolf wieder stärker wurde, kam Kielce zum Ende der Partie auf 24:25, 49. heran. Doch der überragende Burik hielt der Flensburger Auswärtssieg im Stenogramm. Wief Kielce, SG Flensburg-Handewitt 28:31, 17:19, Tore für Kielce. Dujebev 6, Morito 6 halbe, Kulesch 5, D. Dujebev 4, Karalik 3, Karacik 2-1, Zizko 1, B. Burik erster Tore für Flensburg, Banner 11 Viertel, Gottfried 5, Gola 4, Johannessen 3, Ulb 3, Zwan 3, Max Mensah 2, Schiedsrichter, Peter Horvath, Ungarn, Martin Borlasch, Ungarn. Strafminuten, 8:8 MSC Deutsche Presseagentur. Diese Neuzugänge stehen für 2021-22 schon fest.